Hallo, ich bin Claudia Stevenson. Ich bin 55 Jahre, verheiratet mit einem Schotten aus Edinburgh. Habe eine Tochter, die ist 18 Jahre alt, studiert jetzt Pharmazie in Magdeburg, kommt aber jedes Wochenende noch nach Hause, weil sie so wie wir auch Windhagen unbedingt als unser Zuhause ansehen. Für Windhagen stehe ich auf jeden Fall in erster Linie auch für Familie. Ist ein ganz wichtiges Thema. Gerade hier, wir haben in unserem Neubaugebiet immer mehr Familien mit jungen Kindern. Ganz wichtig hier für unseren Kindergarten, Grundschule, alles hier vor Ort erreichbar. Auf kleinem Fußwege, sehr schön. Sicherheit ist da ein wichtiges Thema, wo ich mich auch unbedingt für einsetze, weshalb ich unbedingt war, dass wir einen Fahrradweg, einen vernünftigen auf der Hückeswagener Straße hinbekommen bis nach Kotthausener Höhe hoch, sowohl als auch ich mich auch darum gekümmert habe, dass wir eine zusätzliche Beleuchtung auf dem Grundschulhof Richtung Spielplatz haben, da der sehr oft auch in den Abendstunden noch von unseren Jugendlichen und Kindern benutzt wird und da ist Sicherheit doch an absolut erster Stelle. Windhagen bietet aber nicht nur den Familien eine super Top-Wohnlage. Wir haben auch mit unserem Sonnenberg ein absolut perfektes Gewerbegebiet für viele Firmen, die sich dort anschließen mittlerweile. Und dafür stehen wir auch für eine stabile Wirtschaftslage und dafür werde ich mich auch ganz intensiv in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. Und ich bitte am 13. September um Ihre Stimme, weil ich nicht nur für große Taten dastehe, ich höre auch auf den kleinen Mann und auf kleine Belange und setze mich für jedes Problem ein und ich denke, gemeinsam können wir das auch schaffen.